Wie sieht es jetzt aus mit der Initialisierung und Zuweisung? Okay, also Strukturvariablen können ähnlich wie Felder zugewiesen werden. Dem Gleichheitszeichen muss halt eine Liste von Elementen folgen, die in geschweiften Klammern eingefasst sind, die diese Komponenten initialisieren. Und zwar in der Reihenfolge, in der sie in der Struktur definiert wurden. Ja? Das heißt also, wenn wir uns jetzt nochmal an diese Struktur Konto erinnern, da war ja das erste war die Kontonummer. Ja? Das ist jetzt in dem ersten Beispiel 1, 2, 3, 4, 5. Dann war der Kontotyp, also hier jetzt als Char abgelegt, hier jetzt initialisiert mit G, also wahrscheinlich für Giro oder sowas. Dann war der Name da, der wird hier initialisiert mit Paul. Ja? Und dann war der Wert für den Kontostand und der ist hier 586,30. Ja? Und so kann ich einfach durch Angabe dieser, dieser Zahlen, ja, kann ich halt einfach in geschweiften Klammern das Ganze fassen und diese Variabelkunde initialisieren. Okay? Was vielleicht jetzt ein bisschen stutzig macht im ersten Moment, aber das werden wir im zweiten Teil der heutigen Veranstaltung noch sehen, ist dieses Paul. Nehmen Sie das mal so hin, dass man halt auch einen String abspeichern kann. Das hatten wir so noch nicht. Ja? Gut. Wie kann ich jetzt die Sache zuweisen? Na, zuweisen ist eigentlich relativ einfach, indem ich den Zuweisungsoperator verwende, also als Gleichheitszeichen. Und damit kann ich den Kunde 1 zum Beispiel, also hier, wenn wir uns diese Zeile betrachten, da wird ja werden zwei Variablen angelegt, Kunde 1 und Kunde 2. Womit wird Kunde 1 initialisiert? In diesem Fall gar nicht. Ja, wird nur deklariert. Aber Kunde 2 wird initialisiert. Das heißt, hier werden Werte vorbelegt. Und durch die nächste Zeile werden dann die Werte, die ich hier für Kunde 2 initialisiert habe, auch an Kunde 1 weitergegeben quasi. Okay? Also Kunde 1 hat dann dieselben Werte. Was jetzt beim Konto natürlich nicht unbedingt Sinn macht. Ja? Aber auch das ist ja wieder nur ein Anwendungsbeispiel. Okay? Ich könnte ja jetzt auch, zum Beispiel kommen so Strukturen ganz häufig vor, ein Standardbeispiel, Koordinaten. Wenn Sie anfangen, Sie möchten irgendwie ein Programm schreiben, was irgendwas grafisch macht, ja, brauchen Sie auf jeden Fall ein Koordinatensystem. Ja, und dann müssen Sie sich unter Umständen Punkte in diesem Koordinatensystem merken. Dann legt man halt typischerweise irgendwie eine Struktur Punkt an und die hat eine XY-Koordinate. Und dann kann es unter Umständen schon Sinn machen, dass zwei Punkte dieselben Werte haben. Ja? Aber in diesem Bankbeispiel mit dem Konto ist das natürlich weniger sinnvoll. Aber okay.